Willkommen zur 19. Kangaroo Award Night 2020, die dieses Jahr unter ganz anderen Umständen stattfindet. Wir tauchen ein in die magischen Momente des Films, denn wir sind hier gerade in der Bavaria Filmstadt, wo ja ganz viele bedeutende Filme gedreht wurden. Ich freue mich jetzt sehr auf die Initiatorin des Kangaroo Awards, Gabi Lechner. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Tina. Grüß Gott, liebes Publikum. Das ist ja eine mega spannende Location da und das Tolle, dass man die ja noch gar nicht kennt, weil ja der Film Stowaway, der ja auch die Kulissen hierfür hat, noch gar nicht im Kino gelandet ist. Genau, die wollten ja 2020 eigentlich ins Kino, aber wir wissen alle, was los ist mit den Kinos. Ja, das hat leider nicht geklappt. Deshalb wurde der Filmstart auf nächstes Jahr verschoben. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass er dann auch nächstes Jahr starten kann. Also es schaut echt super hier aus. Wir freuen uns auch sehr, hier drehen zu dürfen. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, Thema Covid-19, Thema Corona. Vor welchen Herausforderungen standet ihr denn dieses Jahr? Naja, wir waren natürlich auch schockiert im Frühjahr, als dieser Lockdown war. Mhm. Aber ich wollte unbedingt diesen Kontakt zu den Filmemachern bewahren. Und habe dann einen sofort, also im April bereits, einen Sonderaward ausgeschrieben. Mhm. Leben in Zeiten des Coronavirus hieß der. Und da kamen auch um die 50 Einsendungen innerhalb von 4 Wochen. Mhm. Und die haben so ein bisschen wiedergespiegelt, was draußen los ist, wie sich die Leute fühlen. Also das sollte man sich mal anschauen. Auf Filmrebell TV könnt ihr die ganzen Filme einfach kostenfrei anschauen. Da sieht man wirklich, wie das Feeling draußen war. Und zwar von traurig über lustig, über alle Schattierungen sieht man dort. Also ihr habt sehr schnell reagiert, aber wie sah es denn jetzt beispielsweise mit den Schulen aus? Die waren ja teilweise geschlossen und auch da wurden ja Beiträge gedreht. Ja, die Schulen, das haben wir natürlich ganz deutlich bemerkt, dass hier kaum Einsendungen waren, genauso muss man sagen. Mhm. Aber ist ja auch kein Wunder, die Kinder dürften ja nicht in die Schule und ja, einige Beiträge sind gekommen, die schauen wir uns jetzt, glaube ich, gleich mal an. Und zwar Schule Nachwuchs A bis 14 Jahre, Film ab. Für die Tiere wurde es auf der Erde immer enger. Die Umweltverschmutzung nahm zu. Immer mehr Tiere starben aus. Eines Tages fassten sie einen Plan. Sie bauten eine zweite Arche. Legt eure Hand über die Zeitkugel. Konzentriert euch auf das Jahr 2000. Die Kugel ist auf eure Gehirne programmiert. Und passt auf, ihr werdet hart landen. Was filmen wir? Vielleicht über Friday for Future. Okay, ich filme und du fragst die Leute. Okay, auf geht's. Was halten Sie über Friday for Future? Das ist Datenschutz. Ich bin hier mitten im Filmprogramm. Was soll denn das?
Hörst sofort auf. Aus. Okay, ja, okay. Zusammenpacken. Ich stehe vor dem Halbgebäude und will jetzt die Menschen befragen. Stopp, das heißt Menscheninnen. Menschen und ja, Menschen. Ist mal gut. Ist das denn so schwer? Ist doch mal gut. Chill mal. Gabi, du bist ja Jurypatin für diese Kategorie und wir sind jetzt ganz gespannt, welcher Gewinner denn in diesem roten Umschlag steckt. So, der Gewinner, die letzte Chance von Moviebande aus der Grundschule Nördlingen, und zwar der verantwortliche Lehrer Dieter Scholz mit Xaver Herb, Heinrich Pfaff, Janis, Marcella, Lara, Benedetta. Herzlichen Glückwunsch. Die Jury war begeistert von eurem Film und das, die Umgebung, ihr werdet staunen, ja, die passt genau in diesen Film, weil der spielt auch in der Zukunft und blickt praktisch auf die Gegenwart zurück. Mhm. Tolle Effekte, auch nachdenkenswerter Inhalt, hat uns wirklich Spaß gemacht. Katastrophe herausfinden. Wer seid ihr? Wir kommen aus der Zukunft und bei uns gibt es keine Tiere mehr. Irgendwas ist in eurer Zeit passiert und das wollen wir herausfinden. Non perdete tempo, non è ancora troppo tardi. You humans are at risk too. Don't waste time, it is not too late yet. Nochmal herzlichen Glückwunsch und ihr bekommt natürlich einen Känguru Award. Känguru Award. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und das habt ihr euch wirklich mehr als verdient, denn es war wirklich eine schwierige Zeit, gerade für Schüler und Schülerinnen. Und deshalb herzlichen Glückwunsch, ihr dürft euch jetzt freuen. Hi, mein Name ist Martin von Create Music und wir gratulieren den Gewinnern der Känguru Awards. Habt viel Spaß in unserem Abo und die besten Grüße nach München. Ciao! Wir sind fertig, schmeiß das Ding mal an. Ich hab's fast, ich muss nur noch die Checkliste durchgehen. Oh, da war mir aber keine Zeit. Nur zur Sicherheit. Du hast es doch schon mal kontrolliert. Okay, no risk, no fun. Das Instrument zur Regulierung für den Treibstoff ist kaputt. Hol Maike aus dem Maschinenraum, schnell! Maike? Du schottest dich von deinen Freunden ab. Und ich habe bemerkt, was du unter deinem Ärmel zu verbergen versuchst. Hör zu, Sky, der Tod deiner Mutter und deiner Schwester, die haben dich schwer mitgenommen. Das ist völlig klar und du trauerst und das ist auch okay. Aber hast du auch jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Das hilft manchmal. Ich würde gern wissen, dass du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du reden möchtest, okay? Ja, wie gesagt, mir geht's gut. Danke. Ja, ich bin doch nicht blöd. Dir geht's nicht gut. Jeder hier merkt, dass es dir nicht gut geht. Und ich weiß, was du da unter den Verbänden hast. Ja.
Ich würde Ihnen gerne von dem Tag erzählen, als ich nach dem Unterricht in meinem Klassenzimmer einen Schüler vor meinem Klavier stehen sah. Was machst du denn hier? Was er in meinem Zimmer suchte, wusste ich nicht. Aber irgendetwas schien ihn immer und immer wieder hierher zu ziehen. Hey Leute, der Neue. Hey, ich bin der Dani. Was hast du da Hand? Ah, das ist nur von der Hinterhalt. Nein, ich meine die andere Seite. Aha, das ist Neurodermitis. Lasst ihn in Ruhe. Weißt du was? Ich gehe schwimmen. Wie jetzt? Ja, ich gehe schwimmen. Nein. Doch, ich gehe jetzt schwimmen. Das ist viel zu kalt. Es ist doch traumhaft. Du erkältest dich, Xenia. Hör auf. Nein, es ist wunderschön. Ich bleib hier. Xenia? Xenia? Xenia, wo bist du? Xenia? Sie hat mit Danny DeVito gedreht, Woody Allen wiederum hat sie eine Absage erteilt. Der Grund, die bayerische Heimat war ihr immer wichtiger als das glitzernde Hollywood. Herzlich willkommen, Marianne Siegebrecht. Grüß Göttin, sagt man in Bayern. Grüß Gott. Liebe Marianne, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie war das denn mit Woody Allen? Erzähl doch mal. Ja, der Woody, gell, der kommt immer wieder zur Sprache. Das ist wirklich spannend. Aber ich hatte da ein Angebot. Da war ich drüben, habe ich War of the Roses gedreht und war gerade so fertig. Und dann kam der Agent und sagt, he took you, also er hat dich genommen. Ich sage, so, interessant. Und für was? Ja, das erfährst du nicht, das ist bei Woody nicht üblich. Und unsere Actors, die gehen barfuß über den Ocean, damit sie mit ihm drehen können. Sage ich, ja, aber da haben wir Pech, weil ich habe schon einen Vertrag, genau für die Zeit. Und der zählt für mich, habe ich ja unterschrieben. So, okay. Da hatte ich 50 Euro am Tag Spesen. Da ging es um ein, wie soll man, Symposium mit dem Hans Abich. Mhm. Der ist ja ganz wichtig auch dann für die Branche gewesen, wo es darum ging, den Autorenfilm wieder auf die Beine zu stellen.
in den 80ern. Mhm. Vorher Schlöndorff und Herzog und alle, na, um Gottes Willen. Und unser berühmter Fassbinder. Mhm. Und auf einmal war Schluss. So, und da hat man getagt, 4 Wochen. Ich durfte an der Seite sein und durfte auch ein bisschen mitreden. Und ich war der glücklichste Mensch. Und das habe ich eingelöst. Und damit hatte das zu tun. Das nennt man doch mal Solidarität zum deutschen Film für 50 Euro, 50 Mark damals. Das ist aber so bei mir. Also ich mache eine Zusage, dann ist es eine Zusage. Und wenn ich unterschreibe, unterschreibe ich. Das ist in der Relation natürlich anders, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich lasse die Kollegen da komplett außen vor. Jeder macht es, wie er möchte. Zugesagt wiederum hast du bei Asterix und Obelix. Wir stehen ja hier auch in dieser wunderschönen Kulisse. Erzähl mal, werden da alte Erinnerungen wach? Aber wie? Da kriege ich Gänsehaut rauf und runter, weil ich war ja die gute Miene, ne, die Bürgermeisterin. Und Chère Depardieu, ne? Also und Christian Clavier. Na, also das muss man sich mal vorstellen. Und wir waren 3 Monate in Lyon in einem Studio. Ich habe die Zeit in Paris leben dürfen, ein Hotel. Ja, das war eine ganz tolle Zeit. Und wir haben das sehr, sehr gut alle miteinander hingekriegt. Und ich wollte auch sagen, Chère Depardieu, ich habe immer noch Kontakt zwischendurch, wenn er immer wieder mal was schreibt. So war es auch bei Michel Piccoli. Leider ist er ja von uns gegangen. Und er ist wild. Anarcho. Er ist wild, ja, aber er ist der beste Kollege, ein großer Kollege mit viel Respekt und während der Arbeit, also Konzentration und also das wird man nie vergessen. Also ein großes Lob an den großen Gérard Depardieu, wild auch und Christian respektvoll Clavier ist doch eine tolle auch. Kombi. Ja, er ist, wie er ist und das ist ja auch sein Markenzeichen. Er darf ja nicht mehr nach Amerika. Das führt zu weit. Da hat er im Interview ein bisschen archaisch wild gesprochen. Er hat ja sich angemeldet bei Putin, ne, und hat seinen 2. Wohnsitz da und so weiter. Er macht schon unglaubliche Sachen, aber er ist Anarcho. Und das ist toll und ein wunderbarer Mensch. Das passt ja auch zum Kangaroo Award. Wir sind bei der Kategorie Schule B und wir sind jetzt wirklich ganz gespannt, denn in diesem Umschlag, da steckt nämlich der Gewinner oder die Gewinnerin. Ja, das wird spannend. Momento. So. Oh, meine Hände. So. Wie sagt der Bayer? And the winner is. Also, der Gewinner ist... Der Film heißt The Search, die Suche. Ja, da ist also, sind 2 wunderbare Jungs. Ich habe den natürlich auch gesehen, ich habe alle gesehen. Und das ist einmal der Tobias Mundigl und sein bester Freund. Und ja, also die sind verschmolzen, das spürt man. Und verbunden ist Dennis Lehner. Sie sind beide 18 Jahre alt. Okay. Und die sollten also einen Film machen für ein Seminar, einen Film erstellen und dann suche nach der passenden Idee. Das ist doch eine tolle Sache, dass man darüber, wie man dann, was man macht und wie man es macht, einen Film macht. Also erfrischende Einfälle, die alle durch technische Tücken oder dramaturgische Überlegungen zu Fall gebracht wurden. Das ist wirklich toll. Und ich bin der Meinung, Sie haben es wirklich, wirklich verdient. Ich freue mich total. Und da werden wir noch einiges hören von den beiden. Das ist Tobi. Und das ist Dennis. Zusammen waren sie die Regisseure von The Search. Sie hatten bei dem Projekt viel Spaß. Wie auch der Rest des Filmteams. Aber wer war denn noch so im Filmteam? Da hätten wir einmal Ines. Sie war so ziemlich das Mädchen für alles. Von Making-of über Schminke bis hin zu Spaghetti-Kochen gab es eigentlich nichts, was sie nicht gemacht hat. Als nächstes kommen Martin, Christoph und Tizian. Ohne diese 3 hätte unser Film keinen Ton. Und zum Schluss noch Jonathan. Was seine Hauptaufgabe war, möchte er uns allerdings selber sagen. Hallo, ich bin Jonathan und ich bin der Kameramann. So, damit hätten wir mal das Kernteam. Jetzt zu den anderen 32 Beteiligten. Spaß. Ja, jetzt ist es soweit. Lieber Tobias, lieber Dennis und vor allem auch euer Team. Herzlichen Glückwunsch zum
Känguru Award. Herzliche Grüße aus dem Homeoffice. Hier ist Axel von der Boom Library. Wir gratulieren dem Gewinner des Känguru Awards. Du erhältst unsere Boom Basics mit über 13.000 Soundeffekten und wir wünschen dir viel Spaß und gute Unterhaltung damit. Große Freude bei Tobias und Dennis und wirklich mehr als verdient der Känguru Award 2020. Marianne, du bist ja immer noch da bei mir. Ja. Also ich freue mich natürlich, aber... Ja, aber das hat natürlich einen Grund. Mhm. Und ich habe nämlich da noch eine Überraschung in meinem Kuvert. Und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, unüblich, aber ich finde es total schön, dass es möglich war, dass die Jury das auf einen Punkt gebracht hat und alle miteinander, weil wir haben noch mal einen Preisträger, einen Ersten. Also zwei Erste, wow. Ein Jingerl, ein Jangerl. Das kommt wirklich sehr selten vor. Ja, das gell? Aber das finde ich total schön, weil es sind, wie die Jungen so schön gesagt haben, zwei verschiedene Genres. Mhm. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das darf ich einfach fallen lassen. Ja, okay, jetzt wird's spannend. Und ich muss auch dazu sagen, das ist eine große Herzensangelegenheit jetzt für mich, dass wir diesen Film noch mit da rein, dass wir den da platzieren konnten. Und dieser Film heißt Krokodil. Da sind sie, Krokodile. Das ist doch verrückt. Der den Film gemacht hat, ist 18 Jahre alt. Also als er das Drehbuch geschrieben hat, war er 18 Jahre alt. Und er heißt Joel Chavez. Das ist ja schon ein Künstlername. Ja, das ist ein schöner Name. Er lebt in Zürich und dort hat er auch die Schule besucht. Und es ist eine authentische Geschichte, was ja auch ganz selten ist oder nicht so selten, aber da in dem Fall. Und er hat das Drehbuch geschrieben, er hat die Location gesucht, er hat die Finanzierung auf die Beine gestellt, da hat die Familie mitgeholfen, das merkt man auch, die Schwester ist dabei, die Mama hat mitgeholfen, um das möglich zu machen. Da steckt so viel drin. Er spielt selbst auch noch die Hauptrolle mit einer Schauspielerin, die ich auch jetzt so verehre, die heißt Sarah Baumgartner, ist so was von begabt, das gibt's ja gar nicht. Also die beiden, und er spielt Daniel. Daniel leidet an einer Neurodermitis, also das ist ja eine Krankheit, das haben wir auch gesagt, die wird jetzt viel kommen, weil die ist ja oft, auch wenn man nicht mehr berührt wird, wenn man keine Umarmungen mehr kriegt und so weiter, dann schreit die Haut nach, die weint, ja, und nach Berührung. Und in dem Fall hat es zwei Ebenen. Die eine Ebene, die aus der Kindheit kommt, warum das so ist, ganz zart angedeutet, ganz fein. Und die andere Ebene, wie sie dann wieder sich auflöst. Und das ist für mich eine Hommage an die Liebe, eine Hommage an die Berührung und passt gut in unsere Zeit, sehr leise und ist eine Technik, eine Kamera, für, also das ist fantastisch. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen den sehen. Das ist nämlich eine Art Arthouse-Film, nennt man das. Und ich darf dazu sagen, wir haben gerade einen gedreht vor einem Jahr, der heißt Stille. Ein Arthouse-Film von Eric Bonner aus Frankfurt mit Michael Mendel, der Ollen Sägebrecht, und einem jungen Paar. Und da geht es auch um Ruhe, um Stille, zu einem See zu gehen und zu sein. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut. Und der ist jetzt gerade in Biberach gelaufen mit riesen, riesen Akzeptanz vom Publikum. Und ich finde, diese Filme sind jetzt für uns auch wichtig. Ja, weil die nicht so auf den Punkt gehen, wo man wieder spektakulär und wo man Blut und Mord, und, sondern der ist alles drin und man hat aber trotzdem noch Raum, um eigene Bilder zu gestalten. Und das ist eigentlich eine große Kunst beim Kino. Darf ich einmal ganz kurz zusammenfassen? Ich glaube, Marianne Sägebrecht ist total verliebt. Lieber Joel, was sagst du denn dazu? Ich bin Joel, komme aus dem Aargau und das ist mein Film Krokodil. Krokodil erzählt die Geschichte von Daniel, einem Jugendlichen, der an der hautkranken Neurodermitis leidet. In der Schweiz hat jedes fünfte Kind Neurodermitis. Der Film ist aber vor allem all denen gewidmet, die bis ins Erwachsenenleben von der Krankheit begleitet werden.
Er zeigt nicht nur, wie ihr Körper langfristig darunter leidet, sondern auch ihre Psyche und Sozialleben. Ich selber habe das Drehbuch zum Film geschrieben, was für mich sehr eine besondere Arbeit war, weil ich viele Geschichten aus meinem eigenen Leben drin verarbeiten konnte. Mit Krokodil möchte ich Neurodermitis in der Gesellschaft thematisieren und zeigen, was sich alles unter der Haut von so einem Krokodil verbirgt. Der ist für euch, für dich, für Sarah, für euren Kameramann, für das ganze Team, für deine Familie, die euch so unterstützt haben. Und meine große Liebe ist hier und Verehrung für eure Zukunft. Und jetzt nochmal schön einen Glühwein trinken. Ah. Denn, lieber Gewinner, du bekommst Edius 10. Und da ist eine neue Background Rendering Engine mit dabei. Und die erlaubt dir, keine Pausen mehr zu machen. Auch nicht beim Filmexport. Das Programm rendert im Hintergrund und du kannst einfach weiterarbeiten. Außerdem bei Edius 10 gleich mit dabei. Mink, das persönliche Media Asset Management System zum Verwalten deiner ganzen Clips. Dann eine schöne große Sammlung, Prodat Vita Scene in der neuesten Version mit zahlreichen Seamless Transitions. Tolle Audio-Filter zur Korrektur und Verbesserung von Audioaufnahmen und dem Profi-Titler Titler Pro 7. Das heißt, dieses Jahr keinen Glühwein mehr. Es gab Leute, die meinten, es gibt einen anderen Grund, aber nein, es ist Edius 10, deshalb keine Pausen mehr und jetzt viel Spaß damit und weiterhin viel Spaß beim Camgrew Award. Wir sind hier gerade im Klassenzimmer von Fakio Goethe und das hier ist der Schreibtisch von Siki Müller alias Elias Mbarek. Und was könnte hier besser passen als die Kategorie Spaß? Hier sind die Nominierten. Gut, fangen wir an. Olaf, die Waffen. Ja, ja. Unterschiedliche mitgebracht. Kannst mal gucken. Sehr gut. Was ist das? Die Waffen. Ich hab dich doch extra noch gefragt, welche Waffen du willst. Du meintest, es ist egal und ich hab unterschiedliche mitgebracht. Mann, Waffen. Waffen, nicht Waffeln. Du Idiot. Ich dachte, wegen Proviant und so. Und? Hier ist nichts. Das. Mann, was soll das? Ich dachte, du bist tot. Nein, nein, ich habe nur überlegt. Ich müsste nur... Könntest du mir mein Handy rausholen? Bitte?
es bringt aber nichts, so darüber zu reden. Man muss auch mal was machen. Ja, was zum Beispiel, ein einfacher Mensch wie ich, warum soll ich denn? Und du meinst, die Lösung ist jetzt, dass man keine Ausländer mehr ins Land lässt, oder was? Na, zumindest nicht die kriminell sind. Woher weiß ich das vorher, ob die kriminell sind? Die möchte ich schon hier nicht haben. Ja, aber woher weißt du denn das vorher? Die muss man dann eben wieder abschieben. Aber das ist doch ach so, die kommen erst rein, dann klauen die. Und warum klauen die? Ja, wenn man das nicht vorher weiß, weißt du, was das für Leute sind? Warum klauen die denn? Dann muss man sie erstmal begutachten und gucken, begutachten. Wie sie sich benehmen. Sieht man das dann an der Nase, an den Augenbrauen oder woran sieht man was sie tun? So wie bei den Juden zum Beispiel kannst du es an den. Haben Sie schon immer gewusst, dass Sie Polizist werden möchten? Ja, ich glaube schon. Versuch dich zu erinnern. Wo warst du, als du 6 warst? Hast du im Sandkasten Burgen gebaut oder hast du deine Kontrahenten mit Hilfe von Hinweisen und Spurensicherung ausfindig gemacht? Halt, weg von meinem Praktikanten. Verdammte Scheiße! Sie müssen nicht darauf antworten. Ich bin dein Praktikumsbetreuer. Wenn Sie mit meinem Praktikanten sprechen wollen, dann nur in meiner Anwesenheit. Die Jurypaten für die Kategorie Spaß sind die Schauspieler Christine Mein und Nick Walder. Und wir sind jetzt mit Nick via Videokonferenz verbunden. Nick, du bist ja wahnsinnig beschäftigt. Du warst Weltmeister im Surfen. Wir kennen dich alle als Arzt des Traumschiffes. Und jetzt bist du auch noch unter die Autoren gegangen. Bei dir hat sich echt unheimlich viel geändert in diesem Jahr. Was ist denn da alles passiert? Hey, liebe Tina, liebe Gabi, wir sind hier gerade im Airport in Denver auf dem Weg nach Hause nach Montana. Ja, das stimmt, mein Leben hat sich gewaltig verändert. Ich bin nicht mehr der Traumschiffarzt, ich bin jetzt unter die Schreiber gegangen und habe viel vor im nächsten Jahr. Ich habe auch jetzt gerade in den letzten 7-8 Monaten meine Biografie geschrieben. Hallo, Herr Kaiser, das Leben ist wilder, als man denkt. Aber wir wollen jetzt zu unserem Gewinner kommen. Wir haben ja zusammen die Filme angeschaut in der Spaßkategorie. Christine hat sie angeschaut, ich habe sie angeschaut und dann haben wir sie nochmal zusammen angeschaut und sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Aber ich hole mal eben Christine, die ist auch hier. Hallo. Okay. Wir freuen uns, den Sieger bekannt zu geben. Der Sieger ist To-Do-List von Dirk Marvitt. Und der richtige Name ist Mark David Wojcicki. Gratuliere, es war ganz, ganz toll umgesetzt, vom Schauspiel, vom Ton, die Geschichte, klasse, Gratulation. Ja, eine super Message. Also hier vom Denver Airport, Gratulation nach München. Ciao. Ciao. Okay, Dirk Marvitt und die Tasty Pictures. Es fing alles mit dem Core-Team an. Nichts gefunden? Zum einen wäre da Mike, der Schurke. Eigentlich Sozialpädagoge, aber in unseren Filmen die böse Instanz. Was soll... Martin, die Stimme. Er ist Marketing-Consultant und macht all unsere Radio- und Fernsehsprecher. Und Multitalent, wie er einer ist, spielt er auch einige Rollen. Max, der Doc. Arzt und Schauspieler. Beides studiert und beides voll auf dem Kasten. Dann wäre da noch ich. Dirk Marvitt, Composer und Director. Ich denke mir den Quatsch aus und produziere die Filme. Doch all das würde nicht gehen ohne unseren Kameramann, Paul, den wir oft auch vor der Kamera brauchen, wie hier... Hier und hier. Wir fingen klein und spontan an und unser Team wächst mit jedem Dreh stetig weiter. Unser Humor scheint anzustecken, womit wir niemals gerechnet hätten. Und dafür sind wir unglaublich dankbar. Lieber Dirk Marvitt, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt hier der stolze Besitzer dieses wunderbaren Kangaroo Awards. Aber nicht nur das, sondern genau wie alle anderen Gewinner bekommst du auch eine sensationelle Atomos Ninja Pro im Wert von 1200 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ever since I was a little kid, I've always been fascinated with the art of making movies. And at this stage in my career, a tool like the Ninja 5 here is key for making my scripts a reality. The Ninja 5 paired with the Panasonic S1H is a match made in gear heaven. The ability to do 5.9K ProRes RAW is absolutely amazing. And being a filmmaker that loves color grading, having a 12-bit RAW image is an absolute dream. It allows me to really push and pull the image to create the look that I have in my mind for the project in a way that I've not really been able to do with other setups before. Hallo, liebes Kangaroo-Team. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders wie die letzten Jahre. Wir waren immer gern live dabei. Es war immer ein schöner, großer Live-Event. Dieses Jahr ein bisschen anders.
Aber ich finde es absolut super, dass es überhaupt stattfindet. Selbst wenn es ein Online-Event ist. Wir, also Thomas, steuern dieses Jahr 4 Preise für die Gewinner der verschiedenen Kategorien. Der Preis selbst ist immer wieder der gleiche. Also wir haben 4-mal ein ganz neues Bundle. Vielleicht kennen viele unser Monitor-Recorder, der 5-Inch hier, den Ninja 5. Der ist mittlerweile mit der Mengen DSLR und professionelle Kameras nutzbar, auch im RAW-Bereich. Und was wir relativ neu und eigentlich erst im Januar auf den Markt bringen, ist ein ganz tolles Bundle. Ist ein Ninja 5, es hat ein SDI-Modul, das heißt, wir können das Produkt nicht nur mit HDMI nutzen, sondern auch mit SDI nutzen. Es hat einen Sunhood, es hat verschiedene Arten von Kabel mit dabei. Also ein relativ komplettes Set mit einem Wert über 1000 Euro, was wir 4-mal in den verschiedenen Kategorien dieses Mal vergeben. Ich weiß noch nicht, wer in welcher Kategorie gewonnen hat. Vorsorglich gratuliere ich schon mal jedem Gewinner oder jeder Gewinnerin zu diesem Preis. Und ich hoffe, es wird genutzt und Sie haben viel Spaß damit. Dankeschön und bis zum nächsten Jahr. Die Dunkelheit, die Stille, die Schritte, der Mann, die Augen, der Schlag, das Rot, die Fliege, die Entscheidung, der Schein, der Stoff, die Berührung. Das Lachen. Der Zug. Schulen liegen vollständig in Trümmern, während daneben Häuser stehen, die keinen einzigen Kratzer abbekommen haben. Das könnt ihr doch nicht ignorieren. Wir wollten einen Kulturbeitrag. Keine Verschwörungstheorie. Das ist die Realität. Wozu machen wir das denn hier sonst? Franke hat sich entschieden. Da ist nichts zu machen. Gut. Dann sag mir nur eins. Wurde er bedroht oder gekauft?
Bob? Wir sind hier in einer echt tollen Location, nämlich Vicky und die starken Männer, der Film, den Michael Bulli-Herbig im Jahr 2009 gedreht hat. Und ich begrüße hier unseren Jurypaten der Kategorie Action. Herzlich willkommen, Sebastian von Bomhardt, Gründer und Vorstand der SpaceNet AG. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Schön, dass du da bist. Ich muss ja gestehen, ich dachte jahrelang, Vicky ist ein Mädchen. Ja, das haben meine Töchter witzigerweise auch gedacht. Mag daran liegen, dass er einen rosa Rockerl anhat. Aber du hast es natürlich gewusst. Ich habe es gewusst, weil ich war ja immer ein Bub. Also vielleicht erfährt man das anders, je nachdem, was man ist. Und vielleicht ist Vicky ja doch ein Mädchen, wer weiß. Ja, ich als Mädchen hatte ja die gleiche Frisur wie Vicky. Also mit diesem, na, du weißt schon, diesen Topschnitt. Drum habe ich wahrscheinlich gedacht. Apropos Action, bei Vicky kommt ja auch ein bisschen Action vor, aber du hattest jetzt die Kategorie Action. Wie haben dir denn die Filme dieses Jahr gefallen? Also das war eine super Kategorie. Es hat total Spaß gemacht. Es war wirklich kein Film dabei, wo ich sagen würde, mein Gott, so ein Schmarrn. Oh, wow. Sondern ganz im Gegenteil, es war eine unglaublich schwierige Auswahl, die ich zu treffen hatte. Aber es war sehr vergnüglich. Ich habe mir die Filme alle ein paar Mal angeschaut. Dank Corona haben wir ja auch alle viel Zeit und ich war viel daheim. Ich konnte mich wirklich sehr, sehr einlassen auf jeden einzelnen Film, was die Entscheidung aber, um es kurz zu machen, noch mehr erschwert hat. Weil man beim dritten Mal sieht man ja noch mehr und sagt, ach, das ist eigentlich auch gut. Aber dann war es schon klar, was der Sieger ist. Also es gibt einen klaren Sieger und den würden wir jetzt natürlich gerne erfahren. Du hast einen roten Umschlag bei dir. Ich habe einen roten Umschlag zufällig dabei. Und hier steht auch, wer gewonnen hat. Und zwar der Film... Und der Name ist Programm. Jeder bekommt, was er verdient. Herzlichen Glückwunsch, sagen wir. Jeder bekommt, was er verdient, von Marius Hordies. Sebastian, erklär uns mal ganz kurz, warum hast du dich konkret für diesen Film entschieden? In diesem Film hat einfach alles gestimmt. Es war, der war spannend. Er hatte eine sehr pointenreiche Geschichte, die aber auch während die Geschichte selbst abläuft, schon spannend ist. Aber ich will jetzt nicht spoilern, der Schluss ist nochmal, ja, setzt nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf. Die Kamera war stimmig, die Schauspieler waren überzeugend. Nein, es war einfach alles wirklich sehr gut. Ich habe in keiner einzigen Kategorie gesagt, oh, da könnte man noch was besser machen. Deswegen hat dann dieser Film gewonnen. Ja, ich denke, verdient. Hallo zusammen. Zunächst mal vielen, vielen Dank für die Nominierung. Ich habe mich riesig gefreut und ein großes, großes Lob an alle, die es auch dieses Jahr ermöglicht haben, dass der Kangaroo Award stattfinden kann in diesem verrückten Jahr. Zu meiner Person, mein Name ist Marius Hordes, ich bin 40 Jahre alt oder jung und unter anderem verantwortlich für den Film Jeder bekommt, was er verdient. Eine kleine Low-Budget-Produktion, drei Mann vor der Kamera, zwei Mann vor der Kamera, drei Mann teilweise hinter der Kamera. Die beiden anderen können nicht dabei sein, weil sie in Niedersachsen wohnen. Aber auch die sind super happy und super dankbar für die Nominierung. Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und macht weiter so. Und das, lieber Marius, ist dein verdienter Preis, der Kangaroo Award. Aber du bekommst natürlich nicht nur diesen wunderschönen Kangaroo Award, sondern noch einen weiteren Preis. Und welcher das genau ist, das erfährst du jetzt.
Das ist einfach alles so... so viel hier. 大家好，我是贝拉。 上次我录了一个Vlog的时候，很多人问过我了，为什么我会讲中文？ 这是因为我妈妈是中国人，爸爸是德国人。 Ich weiß, vielleicht sehe ich das zu schwarz-weiß, aber diese Anonymität macht mich kaputt. Abends ist es am schlimmsten. Alle sind unterwegs und sind glücklich. Und ich will einfach nur weg hier. Ich halte es nicht mehr aus. Der Vater fort, hinabgescheucht in seine kalten Klüfte. Wo... wo warst du? Dein Bier holen. Mein Bier holen? Das hat den ganzen Tag gedauert. Scheiße, jetzt bin ich ja da. Du bist ein beschissener Nichtsnutz. Abtreiben lassen hätte ich dich sollen. Ich tue alles, was ihr wollt. Selbst dieses bescheuerte Jurastudium. Hey! Sei ruhig, bescheuerte Jurastudium. Ich sag dir, was bescheuert ist. Deine Einstellung zum Leben. Hey. Merkt ihr den Song? Nein. Die Leute werden fragen, zu welchem wir uns kennengelernt haben. Die Tour zieht nicht. Glaubst du an Schicksal? Glaubst du daran, dass du krass nervst? Ich komme einfach nicht drauf. Warum kommst du mir so bekannt vor? Wirklich? Ich hätte jetzt schon was Kreativeres erwartet. Das war doch keine Anmache. Woher kommst du? Wer will das wissen? Ich bin von hier. Ich bin Boris. Die Rettung des Journalismus. Ich hab da noch was für dich. Der ist ja flauschig. Dankeschön. Schön, dass er dir gefällt. Kommst du, Lisa? Weiß sie eigentlich, wer ich bin? Was meinst du? Weiß Verena, wer ich bin? Ja. Thank you.
Ich hatte neulich einen Traum. Ich habe einen Fehler gemacht. Wie ein Amateur. Ich habe ihn nicht getroffen. Bin gestolpert und blind in die Seile. Da oben im Ring sehen mich alle. Jeden Fehler. Jeden Moment, in dem ich zögere. Und wenn ich nicht der Beste sein kann, was soll ich dann sein? Sie ist Filmproduzentin und PR-Managerin, er einer der bekanntesten Filmkomponisten der Welt. Zusammen sind sie nicht nur das perfekte Traumpaar, sondern auch die Jurypaten der Kategorie Emotionen. Herzlich willkommen Birgit Wolf und Harold Faltermeier. Servus, schön, dass ihr Servus, da seid. Servus. Das ist ja wirklich eine spannende Kulisse. Früher war es ja hier die Kulisse zu Ludwig II. Inzwischen wurde hier Kung Fury gedreht, also wirklich ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Da fließen ja wirklich beide Mentalitäten zusammen, Bayern und Hollywood. Also passt eigentlich perfekt zu euch, oder? Naja, kann man so sagen. Ja, es ist die alte Welt und auf der anderen Seite die neue Welt. In beiden Welten fühle ich mich sehr zu Hause, fühlen wir beide uns sehr zu Hause. Und insofern passt es sehr gut. Birgit, du als PR-Managerin betreust ja auch viele Künstler. Was sind denn deine Erfahrungen momentan zu Zeiten der Corona-Krise? Also ich sehe meine Künstler tatsächlich nur, weil ich gerade einen Podcast mache. Also wir nehmen immer nur, wenn wir reden, den Mundschutz runter. Und ich kriege natürlich sehr viel mit. Und das Schlimme ist, dass die Künstler gar keine Lobby haben. Also wir sind ja, haben wir ja von Till Brönner vor kurzem gehört, immerhin 1,5 Millionen Steuernzahlern. Aber die Künstler finden einfach gar nicht statt. Ja, die Theater sind geschlossen, die Künstler bekommen kein Geld, weil sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Die Schauspieler kriegen sie auch keine Unterstützung. Also das ist ein ganz breites Feld und es geht ihnen wirklich nicht gut. Also ich habe ja hauptsächlich mit Schauspielern zu tun und da spielen sich ziemliche Dramen ab. Ja, dem wurden ja teilweise die Existenzen genommen. Sie können nicht vor Publikum auftreten. Du als Komponist hast ja beispielsweise jetzt wieder auch ganz toll die Musik zu Top Gun gemacht. Wir warten ja alle sehnsüchtig drauf. Aber jetzt, du hast es bereits erwähnt, sind ja die Kinos geschlossen. Wie geht's denn da jetzt weiter? Wann können wir endlich Top Gun sehen? Naja, wie geht's weiter? Es weiß keiner so recht. Wir wissen eines, dass der Veröffentlichungstermin festgelegt ist auf 2. Juli nächsten Jahres, also 2021. Was bis dahin passieren wird, ist unklar, denn die Kinos sind zu und man spricht in Amerika auch davon, dass einige große Kinoketten wahrscheinlich Chapter 11 anmelden, also bei uns vergleichbar mit der Insolvenz. Wo wird man den Film dann spielen? Wo bleibt das erhoffte Box-Office, das ja bei Tom Cruise sehr, sehr hoch sein müsste? Ja? Und nur durch Streaming kann man das nicht erreichen. Ja, das geht nur durch Box-Office-Einnahmen. Also insofern, die Sache ist unklar und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also eine sehr ungewisse Zukunft. Man weiß ja noch nicht mal, wann der neue Bond anläuft. Es ist wirklich für viele Künstler eine schwierige Situation. Du warst aber dennoch nicht untätig und hast einen ganz tollen Friedenssong nicht komponiert, sondern produziert. Ja, Erzähl genau. Doch mal die Hintergründe, der soll nämlich um die Welt gehen. Ja, das ist eine lustige Geschichte, denn eine liebe Freundin, die berühmte Astrologin Elisabeth Tessier, die kennen wir alle, ist die weltberühmteste Astrologin. Ja. Wir waren zu Besuch bei ihr und sie hat mir leidenschaftlich von einem Lied erzählt, Peace, Perfect Peace heißt dieses Lied. Es ist ein altes Lied von Toots and the Matals, das ist eine der ersten Reggae-Gruppen gewesen. Ja. Und Toots Hibbert hat es auch geschrieben und sie wollte es immer singen. Sie hat es wohl irgendwann mal 2004 bei einem Konzert in Paris gesehen und seitdem ist es ihr größter Wunsch. Also sie kann auch singen? Die kann auch singen, ja, ja. Und das Interessante ist, dass normalerweise würde ich sagen, na gut, was soll jetzt ich da ein einzelnes Lied produzieren, ja. Aber das Bestechende bei ihr war, dass sie hat das so ehrlich verkauft, ja, und sie das so ehrlich und mit einer solchen Inbrunst auch kundgetan, dass sie das so wahnsinnig gern singen möchte. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann auch weich geworden, habe gesagt, ich probiere es wenigstens mal. Ja. Habe mich dann zu Hause hingesetzt, habe ein kleines Playback für sie geschaffen, habe ihr eine Guide-Vocal selbst drauf gesungen, dass sie sich ein bisschen orientieren kann. Mhm.
Und da war sie begeistert und dann sagt sie, sie möchte das wirklich unbedingt machen. Das haben wir dann auch bei mir im Studio aufgenommen. Und das Resultat ist wirklich gut geworden. Ja, ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, dass man das so aus der, weil sie ist ja keine Reggae-Sängerin und Lied ist eigentlich ein Reggae. Ja. Ist ja auch nicht einfach, Reggae zu singen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Aber wir haben es eben dann auch dahingehend arrangiert, dass es ein Pop-Song ist. Ich habe dann eine weitere Sängerin hinzugezogen, die diese Ad-Libs singt, die Elisabeth nicht singen könnte. Mhm. Ja. Und auch vor allen Dingen, es ist eine farbige Sängerin und die Verbindung dieser beiden Menschen war auch irgendwie sehr, sehr passend. Und ja, es ist fertig geworden und wir veröffentlichen es am 8. Dezember. Mhm, und es ist auf allen Portalen downloadbar und streambar. Ja. Und mal sehen, was passiert. Wir wissen es nicht. Es gibt auch ein kleines Video dazu. Wir haben sie auch im Studio gedreht. Und mein Sohn hat es die letzten Tage auch geschnitten und war ganz überrascht, dass er das kann. Ja. Mit Hilfe deiner Frau. Mit Hilfe von Birgit, die natürlich den perfekten Schnittplan hergestellt hat. Ja, es war wirklich wunderbar. Und es ist wirklich ein sehr, sehr rundes Projekt geworden. Und überall, wo ich es vorspiele, die finden es alle wirklich gut. Ja. Und jetzt, wir wissen nicht, was rauskommt dabei. Aber wir veröffentlichen es über mein Label. Mhm. Und am 8., wie gesagt, kommt es raus. Und dann werden wir sehen, was passiert. Und es ist sicherlich ein schöner Weihnachtssong. Und ja, vor allem durch den Download kann man ja wieder Künstler supporten. Ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja, also nach wie vor wichtig. Bei euch Family Business ganz groß. Family Business war ja auch eure Arbeit als Jurypaten für die Kategorie Emotionen. Ihr habt euch ja wirklich alle Filme angeschaut. Ihr habt wahrscheinlich auch diskutiert. Und wir sind natürlich jetzt ganz gespannt, wer denn hier der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Ja, es war gar nicht so einfach, Erzählt mal, wie lange hat es gedauert, bis ihr euch einig wurdet? Das Einigwerden ging dann relativ schnell, aber wir haben lange gebraucht, alle Filme anzuschauen, weil die Gabi hat uns so viele Filme geschickt. Es waren offensichtlich so viele Bewerbungen, ich weiß ja gar nicht genau, wie viel es waren. Aber einig waren wir uns dann relativ schnell. Soll ich mal... Du solltest. Ja? Also, es ist Psyche von Joshua Krull. Und du sagst, warum? Joshua Krull, Volker Schwarz, Michael Stadler steht da noch dabei. Na gut, Psyche ist ein sehr, sehr gelungenes Werk. Psyche, die Göttin der Seele. Und es geht dort in diesem Film auch um Seelenwanderung. Es ist sehr, sehr schön gefilmt. Die schauspielerische Leistung ist sehr, sehr gut. Die Geschichte ist gut, das Drehbuch ist gut. Und vor allen Dingen, es ist sehr, sehr kondensiert. Es sind nicht so viele Pausen, wo man sagt, ja, um Gottes Willen, wann geht's denn mal jetzt weiter? Es ist sehr professionell gemacht und bestechend auch für mich als Musiker. Die Musik ist auch sehr gut, die hat mir sehr gut gefallen. Und alles in allem eine wirklich herzzerreißende Geschichte über die Wanderung der Seele. Und darum haben wir uns entschlossen, diesen Film zu küren. Dass junge Menschen mit diesem Thema so umgehen, das hat uns total fasziniert. Ja, dass sie überhaupt auf das Thema gehen und es dann so umsetzen. Also das ist schon toll. Hallo, mein Name ist Mick Gabler. Ich gehöre zum Cast von Psyche und spiele dort einen kleinen Jungen, der einen Schmetterling rettet. Ich freue mich sehr, dass Psyche für den Kangaroo Award nominiert ist. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Award. Euer Mick. Also, Joshua, Volker und Michael, das ist euer Award. Congratulations, Gratulation, ein tolles Werk. Und es gibt natürlich nicht nur diesen wunderschönen Kangaroo Award, sondern auch noch einen Zusatzpreis. Und welcher das ist, das seht ihr jetzt. Ich bin quasi der neue Hitler. Leider nur erfolgreicher. Okay, damit ich das jetzt vollkommen richtig verstanden habe. Du beobachtest mich, du hast mich schon lange beobachtet, du bist zurückgereist, schon öfter. Ja, dutzende Male. Und was ist euer Ziel? Also offensichtlich nicht die Terminator-Lösung.
Zurückreisen und dich umbringen? Nein. Es gibt viele, die würden diese Lösung bevorzugen. Ja. Und einige von diesen Menschen haben mich zurückgeschickt. Aber keine Angst, ich gehöre nicht zu denen. Ich gehöre zu einer Organisation, die davon überzeugt ist, dass man den Menschen von Grund auf ändern kann. Was habe ich gemacht? Was? Scheiß Mücken. Nummer 6. Es war mein 10. Geburtstag, als die vereinten Marskolonien den Gencode knackten. Schnell waren Gendefekte und Erbkrankheiten Geschichte. Aber die Forschung machte keinen Halt. Genmodifikationen kamen in Mode und bald suchten sich die Marsbewohner ihre Hautfarbe aus. Doch mit diesem begrenzten und verstümmelten Genpool konnten sich die Menschen fernab von der Erde nicht mehr natürlich fortpflanzen. Um nicht auszusterben, kehrten sie zu uns zurück. Aber nicht als Freunde. Mit den Peperit-Klonen brachten sie unsere Hauptstädte unter Kontrolle und lösten die Regierung ab. Um die jüngsten Aufstände zu zerschlagen, erschufen sie eine neue Generation. Die Peperit 8. The book was written by the man behind the door. But if you just have the book, you cannot see him anymore. And if you just have the door without the book, then it's just an old piece made out of wood. But when you have both, paper and wood, then you will see the man who wrote the book. Unser nächster Jurypate ist verantwortlich für so hervorragende Produktionen wie beispielsweise Dark, Four Blocks oder auch den Film Nightlife. Herzlich willkommen, Filmproduzent Max Wiedemann. Hallo. Schön, dass du da bist. Du fühlst dich doch hier bestimmt besonders wohl, oder? Das ist eine ganz neue Location übrigens hier in der Bavaria Filmstadt, geschaffen für einen Science-Fiction-Movie namens Stowaway. Der läuft noch nicht in den Kinos, aber Science-Fiction ist genau deins, oder? Absolut. Ich bin ja totaler Science-Fiction-Fan, also fühle ich mich hier richtig zu Hause. Ja, man hört auch immer so komische Geräusche im Hintergrund. Also das heißt nicht, dass hier gleich alles explodiert. Das heißt, dass hier alles ganz filmgerecht an ist. Also erzähl mal, deine Kategorie war Science-Fiction. Wie schwierig war es denn hier, die Auswahl des Gewinners zu treffen? Also erstmal war ich ziemlich erstaunt darüber, wie hoch wirklich die Qualität ist der eingereichten Beiträge. Da ist auf der einen Seite technisch natürlich inzwischen einiges möglich und auf der anderen Seite sieht man schon auch, wie kreativ die Filmemacher sind, mit ja schon auch irgendwie überschaubaren Mitteln wirklich ganz, ganz ansehnliche Produktionen zum Leben zu erwecken. Ich fand das ganz toll, habe einen Riesenspaß dabei gehabt und das war nicht einfach, eine Auswahl zu treffen.
Dieses Jahr war ja eh ein sehr herausforderndes Jahr. Euer Film Nightlife, der kam, ich glaube, im Februar noch in die Kinos, hat dann noch richtig viel Besucher gemacht und plötzlich kam Corona. Was bedeutet denn diese Pandemie für die gesamte Filmbranche und was denkst du, was das zukünftig für Auswirkungen haben wird? Ja, ich meine, wir haben es mit unserem Film natürlich live erlebt. Der war Nummer eins in den Charts und alle Kinos waren voll und auf einmal waren sie leer und waren irgendwann gar nicht mehr. Das war natürlich ein harter Schlag für die Branche und alle, die da dranhängen, auch in der Produktion. Ich meine, es waren alle Produktionen standen auf einmal still. Es wurde nirgendwo mehr gedreht, weltweiter Lockdown, auch für unsere Industrie. Im Sommer ging es dann langsam wieder los mit großen Hygieneauflagen. Ich meine, es ist zweifellos ein hartes Jahr und es ändern sich auch einige Dinge, aber ich glaube, das Gute, worauf wir uns immer wieder besinnen können in unserer Branche, ist, dass es natürlich weitergehen wird. Ja, ich meine, es gibt Branchen, die ändern sich nach Corona und ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob der Einzelhandel in der Form wieder zurückkommen wird, wie er vor der Krise war und andere Branchen vielleicht auch, aber Film- und Fernsehproduktionen werden immer gesehen werden. Es wird sich vielleicht der Weg ändern, wie man sie sieht und vielleicht wird ein bisschen mehr im Streaming stattfinden und Free-to-Air und Kino wird sich neu erfinden müssen, aber dass es immer wieder neue Produktionen braucht und die Zuschauer immer einen Hunger auf neue Projekte haben, das wird so bleiben und deshalb bin ich grundsätzlich sehr optimistisch, aber wir müssen durch diese Zeit jetzt natürlich noch durchkommen. Aber dennoch ein paar motivierende Worte für alle Kangaroo-Teilnehmer auch, weil es wird ja momentan auch ganz viel Film geschaut. Auch du hast sehr viele Filme geschaut, nämlich die Kategorie Science Fiction und die war dieses Jahr wirklich super toll. Du hast ja auch nicht ganz leicht getan, da einen Gewinner zu küren, oder? Nee, es war tatsächlich nicht einfach, weil es ist ja das Grundproblem von vielen Juryentscheidungen und hier ganz besonders ist, dass es ja keine insofern vergleichbaren Filme sind, weil der eine Film ist unter diesem Aspekt besonders gut, der andere Film ist unter dem Aspekt besonders gut und irgendwie möchte man gerne alle auszeichnen und am Ende steht man vor der Shortlist und überlegt sich, unter welchem Aspekt vergebe ich denn jetzt den ersten Preis? Ja? Und kann man verschiedene Ansatzpunkte haben. Am Ende des Tages ist es eine Bauchentscheidung, eine subjektive Entscheidung, die auch immer unterschiedlich ist. Ja? Und, Das heißt nicht, dass du weniger sprechen sollst, sondern dass hier gerade im Film eigentlich irritiert. Was passiert ist. Nein. Aber auch toll. Ich finde das ganz toll hier in dieser Kulisse. Ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Nein, aber zurück zu unserer Kategorie. Also es waren tolle, sehr hochwertige Beiträge dabei. Am Ende muss man, das ist sozusagen die Pflicht, auch in der Jury einen Preisträger küren. Ich denke, es ist ein guter Film geworden und freue mich mit den Gewinnern. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, welcher Film denn jetzt gewonnen hat. Also lüfte das Geheimnis. Wahrscheinlich piept es jetzt gerade, wenn du den Namen sagst. Oder? Nein. Also Spannung. Der Film hat gewonnen mit dem Titel Larva von Arik Bauriedel und Cedric Weingärtner. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ein verdienter Gewinner. In dem Film Larva, da geht es ja darum, dass eine Gruppe von Hockeyspielern ins Summercamp fährt. Der fängt so ganz harmlos an und dann geht er eigentlich so richtig ab. Was hat dir in dem Film so besonders gefallen? Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil ich kann euch wirklich empfehlen, schaut euch den Film an. Ich fand ihn einfach irgendwie fresh und innovativ. Er hat eine ganz, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, liebevolle Art und Weise gehabt, seine Figuren zu zeichnen und von der Anlage im Buch bis zur Inszenierung auch diese Figuren rauszuarbeiten. Wenn man den Film sieht, mag einem das ein bisschen skurril erscheinen, aber das ist durchaus so gemeint. Das war liebevoll, meintest du jetzt? Liebevoll mag einem skurril erscheinen. Es ist vielleicht nicht unbedingt ein Film für die ganze Familie, aber ich fand ihn super gut, weil es geht einem halt oft so, wenn man auch kurze Filme sieht, viele oder einige Filme versuchen großen Filmvorlagen und natürlich gerade auch den amerikanischen Produktionen nachzueifern und der Film hat so eine ganz eigene Handschrift gefunden und war auf eine gewisse Art und Weise sehr innovativ und mit einem sehr hintergründigen Humor und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das hat sich dann noch mal ein klein bisschen abgehoben zu den anderen Produktionen. Deshalb ist die Auswahl auf diesen Film gefallen.
Hallöchen! Hi zusammen, mein Name ist Stefanie Alder. Ich bin Tanja Feurich. Iris Nussbaum. Antonia. Mein Name ist Julia Strowski. Ich habe die Annabelle spielen dürfen. Ich habe Kim, die Hockeymannschaftskapitänin, im Kurzfilm Lava gespielt. Ich habe die Mia gespielt und es war echt mega cool und hat so viel Spaß gemacht. Umso cooler die Nominierung. Ich habe die Rolle Chris gespielt und freue mich sehr dabei zu sein und sage vielen Dank. Ich freue mich, dass es jetzt soweit gekommen ist. Herzlichen Dank für die Nominierung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Angucken. Hi, ich bin Cedric, einer der Produzenten und Co-Autoren von Lava. Hey Leute, mein Name ist Sergei Marx und ich habe die Musik und das Sounddesign für unseren Kurzfilm Lava gemacht. Und schlussendlich auch den Mix, damit das Ganze rund ist. Es ist mein erster Kurzfilm und ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir nominiert wurden. Vielen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich bin Arik Bauriegel, auch einer der Produzenten, der Regisseur, Cutter und Drehbuchautor. Allen anderen Nominierten ganz viel Glück, viel Erfolg. Ich bedanke mich für die Nominierung. Oh. Cheers. Auf Kangaroo. Auf euch. Danke. Lieber Arik, lieber Cedric, hier ist euer Kangaroo Award. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr mehr als verdient. Ihr macht ganz, ganz tolle Filme und ich will mehr von euch sehen. Und der Kangaroo Award ist natürlich nicht der einzige Preis, der zu euch nach Hause wandert. Was es sonst noch gibt, das seht ihr jetzt. Gelangt, jeden Tag das Gleiche zum Tor. Bevor es uns wieder irgendwann aussehen kann, unsere Lederhosen abzogen, sind wir unsere Mopeds einfach abgehört. Habt schon recht. Scheiße, nix. Am Feiertag nix. Wir sind einfach dahin gefahren. Raus von daheim. Immer offen für Gespräche über die große Freiheit. The best thing in America is margaritas. And I like to run guns, I like to run ammo, money. Wir haben die Freiheit gesucht und eigentlich gar nicht gewusst, was das sein soll. Wenn mich jemand fragt, wo ich wirklich herkomme, dann kann ich ganz einfach sagen, aus dem Rheinland. Also ich meine, ich spreche die Sprache fließend. Ich habe nie eine andere Sprache gelernt. Meine Eltern kommen hierher, meine Geschwister kommen hierher. Ich bin hier aufgewachsen und vor allem, ich bin einfach Deutsche. So, ich war nie was anderes und ich werde auch nie was anderes sein. Nur weil ich woanders geboren bin, heißt es nicht, dass ich nicht Deutsche bin. In so einem kurzen Zeitraum hat man es geschafft, den Körper so weit auszulaugen, dass er nicht mehr kann. Und deswegen werden die meisten Milchkühe so 4 bis 5 Jahre genutzt, bis sie dann am Ende dann zum Schlachter kommen. Das heißt, sobald die Milchleistung zum Beispiel nachlässt oder Trächtigkeit nicht mehr gegeben ist, Klauenprobleme, Euterentzündungen da sind, dann ist natürlich immer dann der Zeitpunkt gekommen, wo sie nicht mehr den Nutzen erbringen. Und dann war ich bei den Slacks unterwegs, die hatten einen Plattenvertrag mit Sony Music und BMG, da haben die mich dann quasi mit dazugeholt. Und dann habe ich mit denen jahrelang Musik gemacht. Wir waren auf Tour, wir haben auch Platten aufgenommen, habe da eine Menge gelernt. Und dann kam halt, wenn man hier in Frankfurt lebt, ne, also oder überhaupt dann, was war Mitte der 90er irgendwann, wir waren halt vorher echt immer brav auf Tour und gespielt und ins Studio und bla und Rockmusik voll auf dem Film und irgendwann kam man dann doch auch mehr oder weniger mit elektronischer Musik in Berührung. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt will ich auch mal lernen, wie man elektronische Musik macht. Solawi steht für solidarische Landwirtschaft und das bedeutet letztendlich einen Zusammenschluss von den GärtnerInnen und BäuerInnen und dem privaten Haushalt der Einzelpersonen und die Mitglieder finanzieren eben die landwirtschaftliche Arbeit und dann werden die Erträge aufgeteilt, fair auf alle. Ja.
wir achten sehr auf die Bodenqualität, das ist irgendwie ein großes Thema und eben auch Insektenvielfalt und dass eben nicht jeder Insekt weggesprüht wird mit einem Pestizid und dass eben die Pflanzen irgendwie natürlich wachsen können. Haben wir verlernt, wie Brüder zu leben? Haben wir verlernt, mehr zu geben und weniger zu nehmen? Leben wir die Konkurrenz, weil wir es müssen oder weil wir nichts mehr von Solidarität wissen? Warum fühlen wir uns einsam inmitten von Menschen? Wieso reden wir von Offenheit und ziehen doch wieder unsere Grenzen? So, ich schleiche mich hier mal ganz vorsichtig durch das Gemäuer. Ich bin nämlich in einer wunderschönen Kulisse hier, nämlich bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, und freue mich jetzt auf unseren nächsten Gast. Sie ist Redakteurin beim BR, Reporterin und Filmemacherin und viel wichtiger, sie ist Jurypatin in der Kategorie Dokumentation. Herzlich willkommen, Barbara Schepanek. Hallo, grüße. Barbara, ihr beim Fernsehen, bei den Sendern hattet ja auch kein einfaches Jahr. Erzähl doch mal, vor welchen Herausforderungen bist denn du persönlich gestanden? Ja, das Hauptproblem ist natürlich, dass viele Drehs und viele Events gar nicht stattfinden konnten und auch können. Und man da versucht natürlich alternative Möglichkeiten, sei es Benefizkonzerte zu organisieren, Zusammenschnitte. Manche Sachen sind dann noch möglich, aktuelle Corona-Stücke. Also wir versuchen natürlich immer aktuell darauf einzugehen. Aber es ist natürlich für die Künstler und die Filmschaffenden eine harte Zeit. Und wir versuchen da auch in irgendeiner Form Rücksicht zu nehmen. Und ihr habt natürlich auch versucht, die Künstler zu supporten und habt natürlich auch dann extra Programm dafür gemacht, oder? Genau, es gab immer wieder Events, wo Orchester, verschiedene Musiker Benefizveranstaltungen gemacht haben, wo die Zuschauer auch spenden konnten, sodass im Prinzip die Künstler unterstützt werden. Du hattest hier beim Kangaroo Award dieses Jahr die Kategorie Dokumentationen. Wie hat dir die Kategorie gefallen? Wie schwer hast du dir außerdem getan, jetzt einen Gewinner festzulegen? Ja, das ist immer nicht leicht, weil doch eine ganze Menge hochwertiger Filme eingesandt worden sind. Und ja, ich finde es beeindruckend, mit welchem Engagement und mit wie viel wirklich auch hoher Qualität die Filme hergestellt worden sind und zusammengeschnitten. Und es ist nie leicht. Und letztlich kann man nur sagen, Chapeau an alle, die die Filme eingereicht haben. Es sind wirklich tolle Filme, tolle Ideen dabei gewesen. Und ja, irgendwann muss man sich dann entscheiden. Und das haben wir dann auch gemacht. Also die Entscheidung steht hier in diesem knallroten Umschlag, steckt der oder die Gewinnerin, und du darfst sie oder ihn jetzt verkünden. Okay, dann schaue ich da mal rein. Also, der Sieger im Bereich Dokumentation ist Ausgerissen in der Lederhose nach Las Vegas von Thomas und Julian Wittmann. Super, wir sagen herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. In dieser Doku geht es ja um zwei Jungs aus einem bayerischen Dorf, die sich einfach mal auf ihre Mopeds setzen und 12.000 Kilometer fahren, um dann letztendlich in Las Vegas zu landen. Das Ganze ist ja eigentlich so eine Art Roadmovie. Was war denn das Besondere daran? Also besonders ist, dass es mit sehr, sehr viel Humor erzählt wird. Dass es immer wieder Phasen gibt, wo man einfach nur lachen muss, weil sie die Szenen und die Situation wirklich sehr, sehr treffend eingefangen haben. Außerdem ist es wirklich auch von der Kameraführung sehr, sehr gut gemacht, teilweise mit Octocopter-Aufnahmen. Also man fliegt mit ihnen quasi, man fliegt über sie durchs Monument Valley oder wie sie in New York ankommen und sich freuen. Es ist mit viel Esprit und Witz erzählt und macht einfach Spaß, dabei zu sein. Und natürlich eine vogelwilde Geschichte. Wie kommt man bitte auf die Idee, mit zwei Mopeds so weit zu fahren? Also das würde mich mal interessieren, wie die zwei auf die Idee gekommen sind. Servus, grüßt euch, hallo, Eri. Wir sind die zwei Wittmann-Brüder, der Thomas und der Julian. Und wir sind vor 2 Jahren mit dem Moped von Bayern nach Las Vegas gefahren und haben da eine Dokumentation drüber gedreht. Und bedanken uns jetzt ganz, ganz herzlich für die Nominierung bei euch. Ja, und das ganze Projekt wäre nicht zustande gekommen, wenn wir nicht so eine unglaublich fantastische Unterstützung von unserem ganzen Team gehabt hätten. Allem voran eben da der Monika Gruber, Markus Schindler, Kilian Wiedemann, ein Ulrich Wiedemann, ein Christian Kastel. Wir könnten jetzt noch so viel aufzählen, die da wirklich mit dabei waren. Und wir sind so unglaublich froh, dass wir wirklich so ein großes Team und so eine coole Unterstützung gehabt haben. Das ist so eine tolle Ausgerissen-Familie geworden irgendwie. Ganz genau.
hat wirklich Spaß gemacht und das war's eigentlich. Das war's von unserer Seite. Sagen wir merci und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch ausgerissen. Für euch. Lieber Thomas, lieber Julian, herzlichen Glückwunsch zum Känguru Award 2020 in der Kategorie Dokumentation. Ihr habt mit Ausgerissen mit der Lederhosen nach Las Vegas wirklich einen super Film hingelegt. Macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und der Känguru Award ist ja auch nicht der einzige Preis, der zu euch nach Hause flattert, sondern da gibt es noch einen weiteren. Und welche das ist, das seht ihr jetzt. Hallo, liebe Gabi, liebe Tina, liebe Jury und liebe Gewinner. Sehr viel lieber würde ich jetzt in München auf der Bühne stehen und diesen Preis direkt an die Gewinner in der Kategorie Dokumentation übergeben. Aber wie wir alle wissen, sind bei allen Anlässen, so auch bei diesem, leider nur Videobotschaften möglich. Nichtsdestotrotz, ich habe mir natürlich den Trailer des Films angeschaut und will auf jeden Fall auch den ganzen Film mir anschauen, denn ich finde, die Jury hat hier eine sehr gute Wahl getroffen. Ausgerissen in der Lederhosen nach Las Vegas. Ich gebe zu, als Kind der 70er Jahre hatte ich bei diesem Titel die ein oder andere Befürchtung im Kopf, die dann aber sehr schnell zerstreut wurde. Und das ist ein wirklich, wie ich glaube, sehr guter Film geworden. Vor allen Dingen diese Mischung aus Dokumentation, Fiktion, Unterhaltung, die ist wirklich sehr gut gelungen und handwerklich ist der Film äußerst ordentlich gemacht. Deshalb freut es mich sehr, dass wir ein Sigma 18 bis 35 Lichtstärke 1,8 Objektiv als Preis für diesen Film sponsern können. Mit diesem Objektiv, so hoffe ich, werdet ihr in der Zukunft in euren Filmen noch das eine oder andere Schippchen obendrauf packen können. Denn gerade mit diesem Zoom-Bereich 18 bis 35 kann man am Super 35-Format sehr schöne Bildausschnitte einstellen. Mit der Lichtstärke von 1,8, was eines der lichtstärksten Zoom-Objektive überhaupt auf der Welt ist, kann man A, bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gute Aufnahmen noch erzielen. Zum anderen hat man aber auch ein sehr gutes Freistellungspotenzial, um den Hintergrund zu lösen, um auf das Motiv direkt das Augenmerk zu lenken. Ja, ich wünsche euch mit diesem Objektiv, lieber Julian, lieber Thomas, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich verspreche euch, ich werde mir diesen Film anschauen, hoffe, dass die Kinos bald wieder öffnen. Wünsche euch für die Zukunft alles Gute, macht weiter so, bleibt dran. Das ist wirklich das ist eine Sache mit Zukunft, die ihr da abgeliefert habt. Und euch allen bei der Veranstaltung, bei dem Schauen dieses Filmes, ich wünsche euch noch viel Spaß, bleibt gesund, passt auf euch auf. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Tschüss. Wir sind hier in einer super spannenden, aber auch super engen Kulisse, nämlich vom Film Das Boot. Der Film hat damals sage und schreibe 30 Millionen D-Mark gekostet und war der bis dahin teuerste Film der deutschen Filmgeschichte. Und was würde hier besser passen als unsere nächste Kategorie Spielfilm-Sonderpreis? Hier sind die Nominierten. Wir schreiben das Jahr 1648. Seit 30 Jahren tobt in Europa ein erbitterter Krieg um den Glauben. Hunger treibt die Menschen zu grausamen Taten, wo die blutgetränkte Erde brach liegt. Krankheit rafft die Bevölkerung in Scharen dahin. Und der Wahnsinn befällt die Seelen. Oh!
Wen juckt's? Ja, es ist halt irgendeine Chica von denen gewesen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ungefähr der beste Mensch, den ich je getroffen habe. Lügt wie gedruckt, wie alle Montagues. Sie ist der beste Mensch und die fucking treueste Seele, die man sich überhaupt vorstellen kann. Billige Schlampen. Stark, aber dreckig. Ja, Mercutio ist ein Pfeil für sich. Wichser. Der gefährlichste, dem die anderen nachgeeifert haben. Dachte, er kann so den Leuten Angst einjagen, aber mir nicht. Er war Romeos Bruder. Und er hat Romeo sehr stark negativ beeinflusst. Romeo! Ah? Was? Was? Dein Schlitz ist offen. Du bist ein schlechter Verlierer. Du bist ein schlechter Verlierer. Du bist wirklich ein schlechter Verlierer. Ich will dir nur helfen, Alter. Dein Schwanz guckt raus. Guten Tag. Ja, gesündigt, Herr Pfarrer. Das habe ich schon mal gedacht. Schwätz offen. Sagen Sie mal, haben Sie keine Augen im Kopf? Wobei, aber machen Sie doch nicht so fertig. Gehen Sie dahin beim Duschen, bis hier rüber lernen, dann ist aber wieder gut. Ob aller, ne? Haben wir noch. Es hat bereits begonnen. Sie müssen etwas tun. Sie sind der Einzige, der den Untergang der Welt jetzt noch aufhalten kann. Ich kann nicht. Es ist zu spät. Die Aufgabe ist einfach zu groß. Zu groß? Ich will... Aus! Die Kunde extra der ganz Welt, die das hohe K-Vorbereitung hat, muss damit zeitigen, die ganze Zeit geschafft hat! Er kommt um alle Wasser, nur eine Scheiße! Der Jurypate für die Kategorie Spielfilm-Sonderpreis ist Kai Blasberg. Kai, herzlich willkommen. Du warst ja bis vor kurzem noch Geschäftsführer von Tele5 und jetzt hat es dich hoch in den Norden verschlagen. Was treibst du denn da? Ja, liebe Tina, ich bin hier in Nordfriesland gelandet. Nach 30 Jahren Privatfernsehen bin ich von ganz im Süden im Landkreis Miesbach zum nördlichsten Landkreis Deutschlands gezogen. Ganz einfach, weil es mich hier hingezogen hat. Wie immer im Leben gibt es Zufälle nur, wenn du einen Standpunkt hast. Und in dem Falle wusste ich, dass ich das, wo ich jetzt wohne, unbedingt haben will. Deswegen hatte ich den Luxus, das mir leisten zu können und deswegen bin ich hier. In Nordfriesland, man kennt es vielleicht von Sylt, aber wir wohnen mitten auf dem Land, mitten auf dem Festland. Und es ist wunderschön hier und ich mache jetzt nichts mehr mit Fernsehen, sondern etwas mit Fersen und mit Ochsen. Das sind kastrierte Stiere oder ungekalbte Mädchen. Und die sollen ganz gut schmecken, also die schmecken ganz gut, wenn man Fleischesser ist. Und darum kümmere ich mich in Zukunft. Und es hat ganz viel mit Natur zu tun, also fast so ein bisschen wie so ein Klischee. Lieber Kai, es gab unendlich viele tolle Konzepte und Filme, die eingereicht wurden für diese Kategorie. Da war die Entscheidung sicherlich nicht ganz einfach, oder? Ja, ich habe 20 Filme gesehen und sehr viele unterschiedliche Themen, sehr klassische Themen, sehr abgehobene Themen. Es war Trickfilm dabei, wie gesagt, es war ja eine Freelance-Aktion. Jeder konnte eigentlich einreichen, was er wollte.
und es war enormes Talent am Werk. Und da Jury zu sein, ist immer blöd, weil etwas zu bewerten, wo so viel Herzblut drin ist und so viel Selbstausbeutung, das ist eigentlich immer ungerecht. Und dann nur einen als Gewinner küren zu können, tut einem schon in der Seele weh. Aber das muss ja. Und deswegen habe ich hier in meiner Hose hinten einen Umschlag. Ich weiß natürlich, was drin steht, aber der Dramaturgie willen haben wir das so gemacht. Was genau einen jetzt letztlich dazu bewogen hat, diesen einen Film zu nehmen, es waren mindestens 4 oder 5, die es genauso verdient haben, kann ich in dem Falle sehr genau sagen. In dem Falle waren es tatsächlich der extrem gute Cast und jeder Schauspieler ist wirklich an seine Grenze gegangen. Eine sehr verdichtete Geschichte, die mich am Anfang tatsächlich so ein bisschen alleine gelassen hat und ich eigentlich schon dachte, mein Gott, was wollen sie von mir? Aber nach knapp 2 Stunden habe ich dann gemerkt, ich habe jetzt über 1 Stunde gar nicht mehr daran gedacht, wann ist er vorbei. Er hat mich also voll reingezogen und voll gepackt. Und im Wesentlichen, das ist meine Analyse, waren es die Schauspieler und es ist eine große Ehre für mich, wenn ich denn diese Karte jetzt aus dem Umschlag rauskriege, zu verkünden, dass Welt untergewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr. Es ist wirklich ein ganz toller Film. Viel Spaß damit. Vielen Dank, lieber Kai Blasberg, und liebe Grüße zu dir in den hohen Norden. Und Gavi, du hast bereits den Kangaroo Award in der Hand. Genau, dieser Kangaroo Award führt das Team von Welt unter. Und zwar sind es Lena Amtsberg, Benjamin Huyawa, Paul Ratz und Arno Sutermann. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Kangaroo Award. Hallo, ich bin Lena. Ich bin Studentin in Rostock und mache in meiner Freizeit gerne Filme. Hallo, ich bin Arno. Ich bin freiberuflicher Filmer, Schauspieler, Autor und lebe in Neustrelitz und Berlin. Hallo, mein Name ist Paul. Ich bin 30 und ich bin freiberuflicher Filmemacher und Autor und ich lebe in Rostock. Hallo, ich bin Benni, auch freiberuflicher Filmemacher aus Rostock. Und zusammen haben wir den Film Welt untergemacht, einen Episodenfilm, der aus 4 Episoden bestand, aus 4 Drehbüchern von uns. Jede Episode wurde von uns 4 inszeniert und die Herausforderung dabei war natürlich, dass ein Gesamtfilm entstehen sollte und wir Rücksicht aufeinander nehmen mussten und jeder irgendwie auch dem anderen zugearbeitet hat, was überraschenderweise gut funktioniert hat, indem wir ja ein gutes Miteinander entwickelt haben. Oder wie ging es dabei? Ja, ich fand das einfach also alles super funktioniert. Gar nicht. Wir haben einfach wirklich immer gut abgestimmt und haben die also wir hatten natürlich ein Oberthema sozusagen und das war sehr interessante Erfahrung. Ihr redet alle gerade irgendwie durcheinander. Das ist schon wieder genau das Gleiche. Also das Fett war doch ja. Sagen wir einfach danke. Danke, dass du dabei sind. Wir freuen uns. Spannende Sache. Wir freuen uns. Ich bin raus. Und ja. Benni? Wow. Und wir schalten jetzt noch zu Panasonic. Denn da gibt es den absoluten Hauptpreis. Liebe Gabi, hallo liebes Kangaroo-Team. Wir senden euch herzliche Grüße aus Hamburg. Wir freuen uns, auch dieses Jahr euch wieder unterstützen zu können beim Kangaroo Award. Leider Gottes dieses Jahr ja virtuell. Das betrübt uns alle sicherlich sehr, aber nichtsdestotrotz, das ist eine tolle Veranstaltung, die ihr hier wieder durchführt. Wir sind begeistert und wir hoffen natürlich innigst, dass wir uns nächstes Jahr dann auch wieder
persönlich treffen können. Mein Glückwunsch auf jeden Fall an den Gewinner des Sonderpreises. Und was es zu gewinnen gibt, das sagt euch jetzt mein Kollege Philipp. Auch von mir erstmal ein herzliches Hallo an die gesamte Kamgaru-Gemeinde. Und toll, dass halt unter den besonderen Umständen dieses Jahr der Wettbewerb trotzdem stattfindet und was an Ergebnissen rausgekommen ist. Wir sind stolz, dieses Jahr wieder den Preis für den Spielfilm-Sonderpreis zu präsentieren. Und was es ist, haben wir schon ein bisschen im Vorspann gespoilert. Und zwar ist es die neue S5, unsere neueste Vollformatkamera, die gerade für Cineasten extrem geeignet ist, mit Anamorph-Video, Cinema 4K und vielen weiteren. Das L-Mount-System insgesamt wächst vor allem von der Objektivauswahl. Es gibt bereits über 50 Objektive und natürlich passende Adapter für EF-Mount und PL-Mount. Und ja, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner oder die Gewinnerin. Es sind ja auch immer mehr Frauen dabei. Wir sind gespannt, wer es ist und würden uns freuen, wenn der Gewinner, die Gewinnerin sich am Ende bei uns mal persönlich meldet und uns ein erstes Feedback gibt. Also alles Gute allen Teilnehmern, viel Erfolg weiterhin. A video content creator? Then the S5 is the camera for you. Panasonic. Das war die 19. Kamgaru Award Night. Wir hoffen sehr, unser digitales Event hat euch gefallen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Filmemacher und natürlich auch an alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen. Und herzlichen Dank, liebe Tina, auch dir für die tolle Moderation. Dankeschön. Und übrigens könnt ihr alle Filme auf Filmrebell TV anschauen. Viel Spaß damit und danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Oh, vielen Dank.